Servus Leute, hier ist wieder Pompon und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Napoleon Total War mit Österreich. Ja, solltet ihr im Hintergrund gelegentlich mal den Rollladen klimpern hören oder knattern oder wie auch immer man es nennen mag, solltet ihr ihn hören, dann liegt es daran, dass da draußen gerade Wind ist und das kann ich leider Gottes nicht ändern. So, letzte Folge ging ja ordentlich die Post ab, nachdem wir hier triumphiert haben, nachdem wir hier triumphiert haben, nachdem wir hier verloren haben, genauso wie hier. Ja, es gibt so ein paar Sachen, die sind nicht so geil, aber das wird auf jeden Fall geil. Denn wir befreien unsere eigene Stadt. Mainz. Oh, feindliche Armee zieht sich zurück. Wer hätte es gedacht? Und, haben sie was kaputt gemacht? Na, zum Glück nicht. So, und jetzt gilt's erstmal wieder komplett vernichten. Weil sonst machen die hier noch Unfug. Und Unfug geht gar nicht. Oha, Alter, das sind alles Milizen. Das sind alles Milizen. Die sind zwar unglaublich erfahren. Und auch der General ist ordentlich. Aber das sind alles Milizkräfte. Ja, leck. Das geht ja gar nicht. Das ist ja billig. Ich nenne Milizen nicht umsonst Kanonenfutter. Ich rekrutiere doch keine Milizen und schicke die vor. Da muss man schon Kopf schütteln. So, die haben hier eine ganz normale Linie. Hier, schnurgerade. Und da haben wir einen Jäger, da haben wir einen Grenadier und die beiden, die sind mal ganz dezent woanders. So. Und dann schicke ich die, ja, komm, lasse ich die mal hier so separat. Dann nehme ich hier meine Linie. Und verpflanze sie, uppala. So war das nicht geplant. So. Oh ja, easy. Wunderbar. Dann hier die drei Kavallerien bitte. Einmal hinstellen und in Rautenformation. Schreit der da gerade Diamanten? Was will der mit Diamanten? Diamanten kriegst du vielleicht von deiner Frau zu Hause. Auch wenn ich das bezweifle, dass sie sich das leisten kann. So. Zack. Bitte einmal Vormarsch. Die drei leichten Kavallerien, die schicke ich mal gemütlich hinter die Einheiten. Oder, Moment. So, mal gucken, ob ich da vorbeikomme. Ich bezweifle es zwar irgendwie, aber man weiß ja nie. Wo gehen die gerade hin? Ah ja, okay, da gehen die hin. Das heißt, ich kann die beiden hier ganz bequem dahin stellen. Also vermute ich jetzt mal, dass das gehen sollte. Die Kavallerie schleicht... Naja, schleicht vorbei ist gut. Aber auf jeden Fall machen die einen sehr großen Bogen. Das ist schon mal sehr gut. Die Linie wird gerade aufgestellt. Die Leichten und die Grenadiere kommen auch so langsam hinterher. Den General kann ich ja in der Hinsicht tatsächlich mal nachziehen. Na komm. Gib Gas, Kollege. Den Namen kann ich ja hier nicht lesen. Das finde ich ein bisschen schade. Das hätten sie gerne einfügen können. Das ist ja wohl echt nicht schwer, wenn er ja im Generellen auch einen Namen hat. Dann wird es ja wohl nicht allzu schwierig sein, den dann auch ins Game zu implementieren. Ja, ist in Ordnung. Moment, wo gehen die jetzt hin? Dahin. Und da gehen die anderen hin. Ich will rauszoomen. Wieso kann ich nicht weiter rauszoomen? So.
So, viel zu weit von dem anderen weg. Gehen wir so hin. Ja, das geht in Ordnung. Das Ganze müsste ich vielleicht noch ein kleines bisschen drehen. Moment, hier L? Nee, K. Ach, Ö. R. Ha! Die Tastenkombination, so langsam läuft's. Ja, und jetzt? Also ich werde auf jeden Fall mal hier meine Pferde hier hinten positionieren. Damit die auch nicht weglaufen können, so ungefähr. Aktiv, aktiv. Alle aktiv. Oh. Ja, hallöchen. Oh, die sind jetzt schon bereits so leicht gebrochen. Ja, sehr interessant. Come on. Und jetzt heißt's, werfen Sie die Granaten. Schön, dass nix trifft. Wow! Und Rückzug. Und Rückzug. Aber flott. Hey, 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 lass den Scheiß, lass den Scheiß, lass den Scheiß. Hier, die Linie. Mit E bitte nach vorne. Move, move. Oh, jetzt geht's los. Und der General bleibt direkt davor stehen. Sehr weise Entscheidung. Oh, jetzt wird geschossen. Jetzt wird geschossen. Jetzt wird zermetzelt. Jetzt wird alles in den angestellt. Und da ist der Generalstab. So, flott rein. Na, okay, lass den General fliehen. Und brechen. Schön hinten rein, jawoll. Und raus, 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 raus. Einmal hinten rein und wieder raus. Die Grenadieren, das ist nicht so geil. Ah, geil, sehr schön. Vor und Granaten werfen. Oh, ho, ho. Ja, wieso schicken die auch Milizen los, ne? Wieso schicken die auch Milizen los? Wobei die ja eigentlich echt gut austeilen, muss man sagen. Die teilen echt gut aus. Sir, unser General wird angegriffen. Nix. Wow. Alter. Ohohoho. Okay. Typischer Fall von kann man mal machen. Und raus. Raus, 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 sofort. Husaren. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. So, komm. Die Granaten explodieren. Ihr würdet ihr jetzt vielleicht bitte... Toll. Hat's nicht getroffen. Toll. Bei dem hat's nicht getroffen. Jetzt hauen sie ab. Na klar doch. Jetzt, wenn die Granaten alle explodieren. Oh, jetzt hat er aber. Hallo und tschüss. Du da. General. Vor. Marsch. Fortfahren.
Du jagst die. Du jagst die. Du jagst die. Move. Los, 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 los. Vernichten, verrotten, alles machen, bitte. Scheißdreck. Da kommen viel zu viele weg. Da kommen viel zu viele weg. Ah! Verdammt nochmal. Ja, die kommen alle. So ein Bullshit. Naja, gut, die paar, die kann man laufen lassen. Aber das sind halt teilweise sogar 50er Einheiten oder so. Also hoffen wir mal, dass die sich nicht wieder neu sammeln und, ja. Und Kacke anstellen. Knapper Sieg. Naja, habe ich so meine Zweifel an dieser Tatsache. Ja, doch. Verluste waren gegeben und, ja, natürlich kommt er. Scheißdreck. Und noch weiter jagen. Jawohl, zwei Schlachten hintereinander. Aber das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Dass ich die auf jeden Fall doppelt jagen kann. Ich werde da jetzt einfach nicht automatisch Schlachten machen. Man weiß ja nie so genau, wie tatsächlich jetzt die KI kämpft und so weiter. Am Ende habe ich hier aufgrund der Milizen auch noch so einen hohen... Ja, so einen hohen Verlust. Nee, da laufe ich schon stur mit meiner Linie einfach drauf zu und gut, es wird schon schief gehen. So, erstmal wieder die drei Pferdchen in Rautenformation. Die Grenadiere und die Jäger bleiben heute verschont. Der General darf da so stehen bleiben. Die Linien sind ein wenig dünner besetzt, aber auch nur ein ganz klein wenig. Einmal Gruppe, einmal Go und Renn. Die Kavallerie kriegt auch eine Gruppe und darf vorrennen. Unser General darf das auch, aber im normalen Gehschritt. Oh, wohin geht's? Was ist zurück? Minus. Minus. Go! Okay, passt. Es ist immer noch viel zu weit nach vorne. Ah, wobei, komm, geht schon. Hier unsere Pferde. Ja, die können schon langsam einen Bogen machen. Hallo! Na toll. Jetzt laufen wir erstmal viel zu lange, ganz gemütlich. So, und... Oh, da sind die Salvenschüsse. So, der General, der kann sich gleich schon mal hier positionieren. Na komm. General, lauf! Das sind unsere Abfangtrupps hier gleich mal in Position. Wenn hier welche fliehen wollen, dass es dieses Mal gar nicht so weit kommt. Na komm! Nun mach! Da fliehen die Nächsten. Go! 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 Zack, zack. Sehr schön. Rein. Rein und rein. Fortfahren. Nee. So. Nee. Ah, Hilfe. Sir, unser General wird angegriffen. Unser General wird nicht angegriffen, unser General greift an. Weil der kann's nämlich.
Und da ist der feindliche General tot. Gut, das macht ja in der Hinsicht keinen Unterschied. War ja kein echter General. So. Da fliehen welche. Stopp. Stopp. Wo ist der? Hier sind irgendwo welche. Und ich sehe sie nicht. Da sind sie. Ah nee, halt, das sind die sieben, wo sich jetzt der General drum kümmert. Und um... Dann kümmert ihr euch um die da? Wo sind die? Da sind sechs. Und da sind welche, die nichts machen. Die können sich ja dann um die kümmern. Na, die machen gerade jetzt auch nichts mehr. Die haben sie jetzt auch gefangen. Go. Na los! Müde, nix müde. Hier gibt's keine müden Truppen. So. Die habe ich, die habe ich auch. Da wird's noch eng. Ich will Ratzeputze alle weg haben. Ich will die Erfahrung komplett ausquetschen. Zack, hab sie. Und tschüss. Bye bye. Was soll jetzt das? Ah ja. Okay. LOL! Wieso kann der fliehen? Das ist ein Mann! Das ist ein Mann! Nein! Er kann fliehen! Nein! Verdammt! Er hat überlebt. Wir haben einen Mann nicht getötet. Das geht gar nicht. Einer verbleibend. Nee. Nee, das geht gar nicht. So. Trotzdem sind die Spanier jetzt finito. Also hier zumindest die Italien. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Hier um Korsika müssen wir uns auch möglichst schnell kümmern. Hier, die Armee. Ne? Da ist ja so eine Armee. Und hier ist auch noch eine spanische Armee. Die hat jetzt aber mehr in sich als die, die ich gerade hier ein bisschen geärgert habe. Nee, die wollen immer noch nicht. Rein mit euch. Und dann gehe ich, würde ich sagen, in die nächste Runde, oder? Das klingt doch mal ganz in Ordnung. Marinerekrutierung. Ich könnte zwar Handelsschiffe bauen. Ja, ich könnte zwar Handelsschiffe machen. Doch. Klingt gut. Handel und Waren sind immer gut. Sind immer sehr gut. Denn das heißt mehr Kohle. So, drin in Barcelona. Da kommt der französische Trupp und er ärgert natürlich erstmal. Oh. Also, Landmacht haben sie. Muss man ihnen zugestehen. Ah ja. Kriegsgebiet heißt Verwüstung, heißt Leid. Es heißt, ja, Abstriche machen müssen. Die verlassen einfach mal komplett Straßburg. Auch gut. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Jetzt soll nämlich der Feind das dann einnehmen. Und dann kann ich es wieder einnehmen. So, da verzieht sich die spanische Flotte. Die Spanier gehen auch hoch. Und ja. Ich weiß, Forderungsschreiben Frankreich. Ja, der Adel... weiß, die Arbeiter streiken auch und der Weg ist gesperrt. Warum ist der Weg gesperrt? Nein! Die entkommen! Die dürfen nicht entkommen. Warum entkommen die? Klassische Universität. Ah, hier in Brüssel. Sehr gut. Da ist ein französischer Trupp mit dem Dominique Van Damme. Van Damme, oder wie der heißt. Oh, hätten die Spanier jetzt nicht hier... Ach, na gut. Oh, verdammt. Nein, 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 nein. Aber der Adel, glaube ich, der... Der schafft es nicht rechtzeitig. Oh, ein Bankenhaus. Und ein Weinkeller. Stimmt. Jetzt gibt es mehr Wein aus dem Breisgau. Und wieso zum Geier haben wir so geringe Einnahmen?
Haben wir irgendwo... Ah, ja, wir haben mehr Ausgaben durch unsere Städte, aber noch keine Steuereinnahmen. Ja, da war ja was. Patriotismus. Geil. Also wenn wir Patriotismus haben, das ist schon sehr, sehr gut. Oh, das Wiener Theater, das brauche ich eigentlich auch relativ schnell. Das bräuchte ich relativ schnell. Damit wir hier eine generelle hohe Zufriedenheit haben. Ja, hier ist auch in Ordnung. Das ist auch sehr gut. Da haben wir unsere Pferde wieder... Ach, unsere Haubitzen haben wir vergessen, genau. Ja, scheiße, die können wir jetzt nur nicht mehr hinterher tragen. Scheiße. Nein! Wir müssen die durch die Schweiz karren. Verdammt. Wir müssen die durch die Schweiz karren. Die Frage ist nur, ob wir da durchkommen. Ja, auf jeden Fall fahrt ihr mal dahin. Ah, oh Mann, ich will die Haubitzen jetzt da in Paris stationieren. Weil da wird es jetzt dann in Zukunft, ja, im Karton ganz schön rattern. Da wird es übel werden. Ah ja, die Kürassiere haben wir ja auch noch, genau. Ah, die muss ich ja auch noch irgendwie darüber bringen. Und dann muss ich auch aufpassen, dass ich von denen natürlich dann diesbezüglich nicht abgefangen werde. So, aber bis nach Brüssel dürften die nicht kommen. Wenn sie so rüberlaufen, dann muss ich halt ganz schnell so machen. Und die Spanier könnten jetzt auch sehr gerne diese Stadt hier einnehmen. Kommt schon. Oh, aber Straßburg rebelliert. Straßburg wird rebellieren. Naja, minus 3 wird... wird eng. So, wir sind hier drin. Sehr geil. In Barcelona. Barcelona. Ich würde sagen, ich schnapp mir jetzt noch einen Spion. Und hier genau den. Den schnapp ich mir. Und pack ihn. Wo haben wir denn überall noch Agenten? Nur mal so. Nein, Siegbedingungen ist mir gerade wurscht. Hier. Nein, auch nicht. Liste war's. Agenten. Da. Der ist in Toulouse. In Spanien hier brauchen wir den ja nicht mehr. In Paris. Hier, oh ja. Den können wir auf jeden Fall auch wegbringen. Den brauchen wir noch. Den auch. Okay. Gut, das heißt, wir können auf jeden Fall den hier aus Heidelberg können wir nach... wo können wir den hinschicken? Nach Marseille? Alter, scheiße. Marseille ist inzwischen gut gedefft, vor allem die Infiltrationswahrscheinlichkeit beträgt gerade mal 50%. Das ist schlecht. Naja, ich versuch's trotzdem mal. So what, wenn's schief geht. Der Agent hier in Paris, der darf hierhin infiltrieren. Und du darfst nach Madrid und infiltrieren. Wobei, muss ich überhaupt in Toulouse infiltrieren? Nein. Ich will hier in Pamplona infiltrieren. Weil dann habe ich nämlich hier die unter Kontrolle. Und das kann ich ja eh so gut wie möglich einsehen. Denn, Leute, hier, ich habe Paris. Ich habe ganz Frankreich. Es ist meins. Ja, und das ist so eine Sache, ne? Wir haben die ja schon von den Steuern befreit. Das heißt, mehr kann ich nicht tun. Ich könnte höchstens noch das Ding hier abreißen. Aber, ja, oder zu einer modernen Universität ausbauen. Ist auch gut. Oh, oh, und hier sind verdammt viele Leute. Besuchen, wählen Sie diesen Ort. Attentat ausführen. Eigentlich müsste ich die Typen auch alle umbringen. Weil jetzt können die mir nämlich lauter Technologien stehlen wahrscheinlich. Aber gut, da ist eh Hopfen und Malz verloren.
Warum Marseille jetzt nicht zur Hauptstadt geworden ist, verstehe ich jetzt aber auch nicht so richtig. Naja, soll mir egal sein. So, hier hinten in Brüssel, da ist alles in Ordnung, das ist wunderbar. Hier müsste ich wiederum dann noch eine Landwehr rekrutieren, die dann später nach Rennes geht. Reime. Oh, da haben wir noch eine Fabrik, aber wenn jetzt eh momentan hier so meh und so ist von der Zufriedenheit, dann ja, lass ich es mal lieber, ne? Was haben wir denn hier noch so feines? In 6 Runden können wir bessere Schiffe bauen. Oh, und hier können wir ein Bankenhaus bauen. Bankenhäuser sind eigentlich immer geil. Die sind eigentlich immer geil. Ich könnte auch versuchen... Was haben wir da? Ah ja, okay, die fahren gerade zurück. Das ist in Ordnung. Ich könnte versuchen, hier auf ein Schiff drauf und dann hier gleich rüber zu wassern. Erstmal nach Florenz. Wie schaut's mit den Technologien aus? Orléans hat gar nichts. Da forschen 2 gar nicht. Was soll das? Orléans. Ach ja, das ist ja die neu dazugekommene. Genau. Und Lille kann Eisenschienen machen. Orléans macht macht moderne Gewehre. Okay. Voll Forschung. Ich bin ja bald durch. Sogar was die Forschung betrifft. Das ist ja schon fast erschreckend, wie schnell man da durch ist. Das könnte ich ausbauen, muss ich aber nicht, weil die Zufriedenheit alles in Ordnung ist. Minen, Sägewerke. Ah, das ist schon alles gut. Das ist schon alles richtig gut. Handfeuerwaffen. Boah, Alter. Das ist ja hier dicker Minusfaktor. Boah, aber was hier auch alles ist. Hier ist ja wirklich alles. Außer ein Handelshafen. Ich könnte gleich ein großes Museum bauen. Plus 4 Zufriedenheit. Bislang haben wir plus 3, ne? Ja. Ich könnte auch ein Berufungsgericht bauen. Würde mir momentan aber nichts bringen, weil das erhöht zwar die Repression, also diese Standard-Miliz da, die richtig scheiße ist, aber naja, plus 1 Zufriedenheit ist eigentlich immer gut. Die Infrastruktur hier ist schon top ausgebaut. Hier noch nicht, deswegen tun wir das mal. Und dann gehen wir mal in die nächste Runde und schauen, was hier die werten Herren machen. Und ob der Adel jetzt endlich Ruhe gibt. Und nicht mehr rebelliert. So. Mehr Einnahmen. Ja, ist in Ordnung. Oh. Hä? Die wollen vorbei. Ich sehe schon. Raus. Zurück. Nach Kleve. An die Westfront? Ja, mehr an die... alle an die Westfront hier. Was willst du denn? Kriegsbeitritt gegen Hessen. Ja, Hallöchen. Das ist aber lukrativ. Ich meine, ich bekomme Bramsegel. Und 1000. Für das, dass ich dabei trete. Für das, dass ich quasi nichts mache. Die ist ja eh schon besetzt. Na komm, mach ich mal. Ich habe zwar hier keine Def, aber... Siehste, ich habe 1000 umsonst bekommen. Dankeschön. Und ich habe mich als guter Verbündeter erwiesen. Ich bin dem Krieg beigetreten. Haha. Ich habe umsonst bekommen. Heieieiei. Aber die Großmächte machen sich jetzt hier schon richtig sehr breit. Vor allem Preußen. Preußen macht hier Action-Maction. Und zwar hart.
Ja, du da, sei mal ruhig. Okay. Sachse zieht ab. Da ist der Spanier. Und da ist der andere. Und wir haben einen neuen intelligenten Mann. Der heißt Manuel Strobel. Okay. Ja, lassen wir den hier in Graz, oder? Ja, lassen wir den in Graz. Und los. Kein Problem. Easy. Forderungsschreiben. Ihre Adligen, was gibt denn da jetzt? Die sind zufrieden, die Adligen. Also sei ruhig, meine Fresse. Ihre Adligen haben ein Schreiben mit Forderungen aufgesetzt, in denen sie sich gegen die in ihrer Nation auf keimenden Reformen aussprechen. Es könnte schlimme Folgen haben, ihrem Ultimatum nicht zu entsprechen, denn eine Verschwörung ihres Lords könnte zu einer Rebellion oder Schlimmeren führen. Das Handelshaus wurde. Nein! Fraktion vernichtet. Ja, ich weiß. Einheit rekrutiert. Ich weiß. Baubericht. Wunderbar. Ja, und ihr da so? Ist auf jeden Fall sehr interessant. Gut, ist auf jeden Fall schon mal sehr schön, dass die Truppen alle jetzt gerade da hoch, die wollen Brüssel erobern. Sieht man ja. Das ist unschwer erkennbar. Ich würde aber ganz gerne militärischen Zugang für 5 Runden anbieten, aber auch für 5 Runden fordern. Weiß nicht, ob sie es machen. Ist nicht. Also, nee, keine Technologie. Gottes Willen. Ich will 5 Runden. Ich könnte ihn drohen. Bringt aber nichts. Man kriegt ihr 5 Runden. Und. Nein, keine Provinz. Gottes Willen. Ihr kriegt Wehrpflicht. Komm. Jawohl. Sehr schön. Wehrpflicht ist das Billigste vom Billigen. Aber wie man sehen kann, die machen ja eh nichts. Also. Ja, kommen wir da überhaupt durch? Ja. Okay. Sehr nice. Das heißt, bitte einmal hier ins Handelshaus. Dort treffen sich die Einheiten. Boah, da komme ich aber gerade so durch. Eins, zwei, drei, vier. Hoho, komme ich ja gerade so durch. Heieieiei. Das war close. Oh, 10.000 haben wir. Geil. Aber jetzt, glaube ich, müssen wir erstmal eine Schlacht führen. Oder sehe ich das falsch? Wir haben hier. Oh, kann es sein, dass die keinen Napoleon mehr haben? Wer ist das? Ich weiß es nicht. Ich will es aber auch ganz ehrlich nicht wissen. Oh, ja, das wird jetzt auf jeden Fall sehr interessant werden, denn, ah ja, Moment. Jetzt haben wir es ja. Okay. Wir kommen nicht so weit, wie ihr hofft. Dann hätten wir eigentlich auch gleich hier gucken können, ob die. Okay, die haben schon mal keine Schiffe. Ah, Mann, das hätte ich jetzt auch noch gerade reingucken können, oder? So, Armee. Hierhin. Go for it. Ah, ich kann bis rüber gucken und da sind keine Schiffe drin. Wunderbar. Das heißt, ich kann mit dem Trupp gleich mal ganz gemütlich Korsika einnehmen. Geil. So muss das. Aber das Schlimme ist, Korsika ist halt einfach eine Kackinsel. Guckt es euch doch mal an. Das ist ein Witz. Nur schlimme Feinde, die darüber handeln. Na gut. Soll ich mit dem Trupp angreifen? Oder mit dem? Also auf jeden Fall ist Verstärkung da. Ich glaube, es wäre am schlauesten, wenn ich die Spanier angreife. So, weg mit euch. Verzieht's euch mal. Weg von Brüssel ist meine Stadt.
So, schauen wir uns das mal an. Also hier haben wir leichte Kavallerie, zweimal Artillerie, die kann man schnell ausschalten. Ah, diese blöden Schützen da auf den Pferden und sehr gute Infanterie. Aber ich denke mal, das sollten wir doch irgendwie schaffen, meine Damen und Herren. Und, wie geht's euch so? Läuft alles bei euch? Geht's gut in der Schule, im Studium, in der Arbeit? Ach ja. Schönes Ding. Na? Wenn man denkt, schlimmer geht's nicht mehr, kommt ein Regenschauer daher. So ungefähr, ne? So, das ist ein reiner Linieninfanterietrupp. Das heißt, da werde ich erstmal gemütlich wie eine Wand dagegen preschen und dann versuchen, von hinten einigermaßen Kavalleriearbeit zu machen. Wir haben halt nicht so viel Kavallerie. Das heißt, da wird auf jeden Fall, das wird schwieriger. So, bitte einmal vor mit Ä. So. Play. Wo kommt die Verstärkung der Franzosen her? Von der Seite. Okay. Und... okay, passt. Ah, okay. Stehen unter Beschuss. Boah, die Artillerie steht perfekt seitlich. Sodass man da wunderschön... einfach reinlaufen kann. Moment. Jetzt müsste ich die Linie bitte so hinstellen, dass wir gleichzeitig auch gegen die deffen. Gegen den ankommenden Strom an Einheiten. So. Die Miliz sieht das, macht aber nichts. Oh, das sind größtenteils Milizen, das ist schön. Das ist ein Traum. Das ist ein Träumchen. Da hinten ist auch noch Artillerie. Gut, die Artillerie sollte ausgeschalten sein. Sehr gut. Und weg. Ah, gegen Miliz ist einfach. Gegen Miliz ist einfach. Oh, leichte Infanterie. Ah ja, gut, die sind natürlich perfekt in Range. Wunderbar. Oh, Scheißdreck. Oh, hallo. Ich bin nochmal weg. Lasst mich in Ruhe. Alter, das kann nicht wahr sein. Ja, Satz mit X, das war wohl nix. Auf Wiedersehen. Okay. Verdammt, ich wollte eigentlich hier noch... Jetzt wollt ihr wieder nicht, oder was? Was wollt ihr jetzt eigentlich? So. Hier ist der große Kampf. Die Linie steht. Und die Frage ist... wie kommen die rein, ob ich... lohnt es sich, die umzuklappen? Ah. Lass mich doch in Ruhe! Ah. So. Jetzt passt's. Schnell vor. Oh, da kommen Pferde. Oh, da kommen Pferde. Abbrechen. Schießen. Schießen, schießen, schießen. Das kann nicht wahr sein. Warum habt ihr das getan? Verdammt. Ah, Mann. So ist gut, so ist gut.
Jawohl. Und wieder raus. Ja, geil läuft das. So schnell alle. Bloß alle schnell in den Kasten rein. Jawohl. So muss das sein. So, ihr könnt inzwischen wieder aufhören. Jawohl. Jetzt können alle aufhören. Schönes Ding. So. Die gesamte Linie muss sich jetzt wieder fangen. Habe ich nicht gesagt, dass ihr aufhören sollt? So. Go for it. Jawohl. Ah, Mann, hört doch auf. Oh, Mann. Aber auf die Art und Weise tue ich die komplett zerreißen. Oh, hallo? Oh, habe ich die gefunden? Einfach so mal wieder. Guten Tag, meine Freunde. Sie wünschen? Oh, Mann, dann immer dieser Beschuss von hinten noch. Ah! Ja, sie fliehen. Jetzt flieht ihr aber bitte. Unsere Männer fliehen, Sir. Nein, und wieso flieht der nur im normalen Gehtempo? Mann! Ah, fuck, jetzt kommen die Großen. So. Laufen die jetzt ernsthaft denen so stur hinterher? Oh mein Gott, sind die dumm. Umdrehen und... Jetzt laufen sie weg. Oder wie? Hä? Verdammt. Wieso könnt ihr so schnell schießen? Lass das! So, weg mit euch. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Wie jetzt? Oh. Oh, das ist ja gemein. Da sind ja so Pferdefallen aufgestellt. So, ihr da. Ne, du drehst dich am besten ganz schnell um. Und ihr da könnt inzwischen einklappen. Jawohl. So. Rein mit euch. Ach komm, los. Rein mit dir. Das ist das letzte Linieninfanterieregiment, ne? Wo war gerade der Kanonenschuss? Dieses Feuern. Ah, Moment, wo sind unsere Husaren? Da sind sie. Nice, okay. Ihr könnt euch mal ein bisschen ausruhen. So. Hier wird ordentlich geschossen. Das ist wunderbar. Alles sind irgendwo in Reichweite. Das ist schon mal sehr effizient, sehr gut. Jawohl. Angriff abbrechen. Und mit dem könnt ihr jetzt hier die Linie machen. Ach du Scheiße. Mann! Diese Freischalter immer irgendwie. Die sich andauernd irgendwo verstecken. Ah! Unsere Männer fliehen. Ah! Dumme Hurensöhne. Die werde ich schon noch alle überrennen mit Linien. Verdammt.
So. Naja, aufgrund der Masse, die ich einfach habe, kann ich mir das erlauben, gegen Franzosen zu schießen. Ja, aber es läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es läuft sehr, sehr gut. Die sind bereits alle moralisch nicht mehr so topfit. So, alle, die hier eine Reihe rein. Go, go. Die fliehen sehr gut. Genau wie die anderen auch. Oh, sehr geil. Sir, Sir, unser General wird angegriffen. Wie jetzt? Wo kommen da Schüsse? Nirgendwo kommen da Schüsse her. Hä? Achso. Ja, aber dann bitte auch im Lauftempo. Wir sind hier nicht auf dem Karneval, ne? Ja, da hinten waren die. Da sind sie jetzt. Oh, das kann nicht wahr sein. Schönes Ding. Richtig einkesseln. Oh Mann. Das muss jetzt aber nicht sein. Dass hier mal wieder hier die letzte Flanke. So, wunderbar. Gut, okay, die gehen jetzt gerade auf den Nahkampf. Dann werde ich sagen, stopp. Diese Flanke dreht sich bitte. Die drei Leute, die kümmern sich um diese blöden Spacken. Und die Flanke hier, die sich gerade noch so wunderschön dreht, die macht einfach mal das weiter. Alle im Laufschritt, los! So, schön, weg mit euch! Ah, läuft! Oh, Mann! Die fühlen sich auch so cool auf, oder? Aufgrund der Tatsache. Ja, jetzt laufen sie wieder, ne? Jetzt laufen sie wieder. Hallo? Oh, Mann. Was macht der Generalstab denn da? Drehen. Quadrat. Quadrat. Halt. So. Töte den General, los. Kein Bock mehr auf den. Kein Bock auf den Typen. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Dankeschön. Ihr habt Großes getan. Das war auch notwendig. Oh, die sind ja mal richtig geil. So, die vier Leute. Sofort zu den anderen dazustoßen. Die vier Leute. Sofort zu den anderen dazustoßen. Go, go. So, da kommen noch unsere letzten Artilleriefreunde. Oh, ey, geile Ecke. Tschüss. Und die fliehen auch. Sehr geil. Ja. Eine Schlacht mit hohen Verlusten, aber ich denke mal auch mit taktisch sehr guten Zügen. Auch wenn unsere Kavallerie nicht immer den besten Zug gemacht hat. Wir haben gerade mal 600 Mann verloren. Das ist eigentlich echt ein Witz für das, dass wir 1700 Mann getötet haben. Aber die konnten alle fliehen. Das ist richtig schlecht. Ja, Preußen wird nicht in meinen Bereich kommen. Ich werde... Ich muss eigentlich jetzt sagen, die Spanier da... Ich schaff's auf jeden Fall, die zu vertreiben und dann zurückzugehen, weil da ist ja ein Weg. Wenn ich jetzt die aber angreife, weiß ich nicht, ob ich es zurückschaffe. Deswegen vertreibe ich die Franzosen. Hier. Zack. Läuft.
machen wir mal einen normalen Angriff wieder. Sicherheitshalber. Und wir haben uns noch kein bisschen um die Rebellion gekümmert. Da werden ja jetzt Rebellionen auf uns zukommen. Aus der Unterklasse. Und zwar über mehrere Runden hinweg. Das wird uns auch nochmal Dutzende von mir aus auch an Geld kosten. Oder Gold oder was auch immer hier gerade die Währung ist. So, go for it. Na, nicht so krass. So. So. Komm. Put. Jetzt ziehen sie sich wieder so leicht zurück. Oh, perfekt gestellt. Perfekt. So. Die werten Herren werden hier jetzt eine Ecke bilden. So. Und die anderen, ja, die anderen bleiben, die anderen. Die ziehen jetzt alle wunderschön nach, oder wie? So. Da kommt jetzt einer nach dem anderen, oder wie jetzt? Oh, hallo. Tschüss. Oh, halt. Oh. Los. Die können nur in eine Richtung fliehen. Wo sind die da? Da sind zum Beispiel 6, da sind 2. Los. Attacke. Sir, unser Tschüss. General wird angegriffen. Da die 6. Weg. 2. Ah, 2 immer noch. Da ist noch einer. Hier. Hab ihn. Sehr gut. Und da hinten, die fange ich mal nicht ab. Ich werde mich einfach hier hinstellen. Ja. Die bleiben jetzt da so, oder wie? Haben die alle keinen Bock? Ach, Manno. Warum tut ihr das? Lass doch den Käse. Halt! Pause. Los. Hehe. Wow, Alter. Hör auf, meinen General zu schießen. Hör auf, meinen General zu schießen. Ja, soweit kommt's noch. Jagt der jetzt meinen General oder was? Alter, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Jetzt muss ich mit der gesamten Linie dem Typen hinterherlaufen, weil der jetzt es für nötig hält, meinen General zu jagen oder was? Los! Jetzt auf einmal greift er an oder was? Ja, feiner Herr. Halt! Da sind sie. Pause. Und jetzt Stufen schießen. Boah, soll. Was? Reicht nicht? Dankeschön. Ich dachte schon, Mann. So, macht sie kalt. Fortfahren. Und. Ich peil schon mal die anderen an. Sobald die weg sind. Da sind sie. Jetzt hast du den einen. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Los.
Jetzt halt. Go, 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 go. Nix erschöpft. Komm schon. Das schaffst du jetzt auch noch die letzten beiden, General. Komm schon. Ich glaub an dich. Oh, in was für einem Tempo. Und das war's. Hab sie. Schönes Ding. Damit sind die restlos, komplett alle weg. Ich habe 9 Verluste. Und ich müsste zurückkommen. Ich müsste zurück in die Stadt reinkommen. Komm, 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 komm. Yes, bin drin. Sehr gut. Ja, die werden höchstwahrscheinlich jetzt der nächste Runde erstmal gemütlich Gebäude zerstören. Weil das ist so, was die am besten können. Mit Abstand. Hm, ja, ja. Oh, dampfbetriebenes Trockendock. Okay. Nein. Ich werde definitiv nicht jetzt auf deswegen dann Industrialisierung riskieren, also diesen Minusbonus. Das geht gar nicht. Ja, moderne Universität, glaube ich, muss ich nirgendwo ausbauen. Das macht keinen Sinn. Was würdest du mir bringen? Erzeugt Lebemänner. Erhöht die Wahrscheinlichkeit. Verbessert Forschung. Minus 4. Das heißt, ich werde, sobald ich mit der Forschung durch bin, eh alle umbauen. Also jetzt noch was da groß umzubauen, macht keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn. Hm. So, ja. Klausenburg. Hm, was baue ich denn hier aus? Da muss doch irgendwas Feines geben. Oh, hier ist ein industrieller Eisenkomplex in Prag. Das ist nice. Hier in Mähren könnte ich auch einen bauen. Ich könnte aber auch die Fabrik ausbauen. Ich könnte hier in... Oh, hier in Wien kann ich es mir eher leisten. Hier in Wien ist gut, wenn ich den bauen kann. Und den industriellen Goldkomplex? Industrielle Goldmine. Boah, das wäre auch schon mega gut. Aber, oh, den kann ich mir so haarscharf nicht leisten. Was ein Scheiß. Tirol könnte ich ausbauen. Hier das Gericht. Ich könnte so viel ausbauen. Aber da geht wenig. Da geht wenig. Ja, das ist schade. Aber gut. Hm. Also, hier baue ich dann wahrscheinlich das dann gleich zu Weingütern aus, weil es gibt nämlich auch mehr Zufriedenheit. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch in die nächste Runde, gucken uns die ganze Situation einmal an, was denn hier so kommt. Und dann, ja, dann werde ich eh schon bald daran denken, die Folge zu beenden. Ich werde, ja, eh noch sehr bald eine zweite aufnehmen müssen. Und zwar vor dem nächsten Sonntag. Ich nehme das Ganze hier jetzt nämlich bereits am Mittwoch auf. Normalerweise wird die Folge ja dann immer, ja, maximal Freitag. Ha, bin drin. Jawohl. So, Frankreich geht in den Hafen. Also die französischen Schiffe gehen in den Hafen zurück. Preußen. Ah, die tun ihre Truppen weiter sammeln. Eieieiei. Die haben hier schon... Ja, Mecklenburg können sie nicht angreifen, weil da die Schweden drin stehen. Kassel wird jetzt ordentlich zugestellt. Wenn ich so die Einheiten der Preußen mir angucke. Aber was die Russen bitte so haben, also die haben unglaublich viele kleine Einheiten, aber das war's dann auch schon. Mehr ist da dann nicht. Ja, schön immer wieder in Innsbruck vorbeizuschauen, ne? Holt man doch schnell einen netten Kaiserschmarrn oder wie? Bevor man dann sich wieder auf die Lauer legt. Ah, Madrid ist aber zugestellt. Das ist eigentlich nicht schön. Das ist nicht schön. So, der... Ja, der geht erstmal noch weiter. Und ja, der will sich vorbeischlagen. Mission erfolgreich. Ja, ich bin in Madrid drin. Das ist sehr gut. Aber die haben keinen General. Oh, Generalstab. Nice. Und eine Rebellion. Woo. Alter!
Und mit was für Einheiten die halt mal wieder kommen. Das ist doch krank. Noch mehr irgendwo? Nö, zum Glück nicht. Ich dachte schon. Ja, leck mich doch fett, Mann. Vor allem, das sind halt lauter Linieninfanterien auch. Das ist krank. Mann, 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 Mann. Übertreibt doch nicht so. Darauf mit euch. Ah, verdammt, jetzt kann ich mich nicht bewegen. Eine verschwendete Runde. Verdammt. Oh, 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 oh. Schnell weiter. Bevor das... Wie viele Runden habe ich noch? Wie viele Runden? Hoffentlich habe ich das rechtzeitig bemerkt. Komm, 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 komm. Die müssen noch irgendwie da durchkommen. Na, oh, hör auf zu schreiben. Wer auch immer da jetzt gerade schreibt. Ich kann jetzt nicht. Kann jetzt nicht. Wobei gleich. Die Aufnahme ist ja gleich vorbei. 4 Runden. Okay, ich habe es noch rechtzeitig gemerkt. Sehr, sehr gut. Puh, ja. Dann wird es sich zeigen, dass wir... Boah, und das ist nur die Unterschicht. Jetzt stelle man sich mal... Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich Ausmaßen hätte. Aber stelle man sich mal vor, als wäre auch noch hier die herrschende Klasse, also die Adlige. Heieiei, das wäre übel. Ja, es gilt auf jeden Fall, Paris ordentlich zu deffen. Die Heeresakademie, was könnte ich da dann bauen? Toll. Generäle können mit häufiger... Oh ja, das... Ja, doch, da gibt es schon einiges, was dann gemacht werden kann. In ihren Provinzen. Boah, das gibt dann auch nochmal... Ja, doch. Das ist schon ganz nice. Das kann sich sehen lassen. Die 9000, die ich habe, die werde ich erstmal noch nicht ausgeben. Ich werde tatsächlich die Folge jetzt beenden. Ja, nächste Folge geht es darum, diesen spanischen Trupp hier zu eliminieren. Der wird dann als nächstes kommen, sehr schnell. Ist auch die große Frage. Das geht mir richtig hart auf den Sack, die Tatsache, dass hier, dass ich das nicht habe. Das heißt... Truppen nachzuschieben, wird jetzt immer wieder ein Krampf sein. Ich glaube, ich werde aber auch noch diese Runde welche rekrutieren. Aber das wird alles mein Zukunfts-Ich machen. Also das wär, damit werde ich mich in der Zukunft auseinandersetzen. Und dann, ja, würde ich sagen, das war's. Hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal.